Froh, du Fröhliche. Das Feiertagsmagazin heute vor ausverkauftem Haus. Dortmund singt Weihnachtslieder und stimmt sich auf Leipzig ein. Unser Duett im Studio, Nobby Dickel und Roman Bürki. Ja, ein herzliches Willkommen zu unserem Feiertagsmagazin. Unschwer zu erkennen, wir sind beim Weihnachtssingen hier im Stadion. Es ist eine unfassbare Stimmung hier bei uns und es ist auch unfassbar, dass er jetzt bei mir ist, der Held von, ja, vom Spiel gegen Prag. Herzlich willkommen, Roman Bürki. Schön, dass du hier bist, Roman. Ja, wir sind live dabei bei einem Weltrekord. Das größte Weihnachtssingen aller Zeiten. Das ist schon eine coole Sache. Oder was spürst du bei den Weihnachtsliedern? Ja, also es erinnert mich natürlich an früher, als ich noch kleiner war. Mussten wir immer singen, bevor wir Geschenke auspacken durften. Und ja, es ist eine schöne Erinnerung. Und in diesem Ausmaß natürlich habe ich das noch nie gesehen. Und toll, wie viele Leute da kommen und wie das Ganze organisiert ist. Ausverkauftes Haus. Und ihr seid ja auch noch gleich dabei. Also du mit deinen Kollegen auf der Bühne, Stimme schon geölt. Und hast du ein Lieblingsweihnachtslied? Gut, Stimme geölt. Nach gestern ist oder nach dem Spiel ist immer ein bisschen schwierig, aber das Lieblingslied würde ich sagen, Jingle Bells. Das, was wir wahrscheinlich auch singen werden, oder? Ja, ihr werdet ein bisschen singen. Ich bin gespannt. Ich werde mit dem Mikrofon zu euch kommen. Alles klar. Wir haben heute ein volles Haus und am Dienstag werden wir auch ein volles Haus haben. Das letzte Heimspiel des Jahres 2019 steht auf dem Programm. Es geht gegen Leipzig. Ein ganz, ganz wichtiges Spiel und darauf freuen wir uns natürlich. Dortmund, Signal Iduna Park. Ein letztes Mal. In dieser Hinrunde. In diesem Jahr. In diesem Jahrzehnt. Zum Finale ein Topspiel. Zu Gast Rasenballsport Leipzig. Der Tabellenführer muss vor der gelben Wand bestehen und ist diese Saison bereits gescheitert. Borussia, mach's noch einmal. Es ist ja nicht nur das letzte Spiel des Jahres, auch das letzte Spiel des Jahrzehnts, muss man sich mal vorstellen. Dann haben wir 2020, es geht gegen Leipzig und das gab es zuletzt vor 16 Monaten hier bei uns im Signal Iduna Park und ich kann mir vorstellen, dass du noch gute Erinnerungen an das Spiel hast, oder? Ja, ich glaube, es war der Startschuss zur Saison damals und ja, da konnte ich den ganzen Kritiker vom Jahr noch davor ja, zeigen, dass ich doch was kann und ich bin froh, dass wir dieses Spiel gewinnen konnten und ich hoffe, dass wir es diesmal wiederholen. Du hattest ja wie damals oder wie letzte Woche Dienstag auch großen Anteil daran, dass wir das Spiel gewonnen haben. Also was du letzte Woche alles gehalten hast, ich habe gesagt, die kann man gar nicht halten. Es war wirklich einfach sensationell. Genießt du solche Momente und die Unterstützung der Fans oder hilft das auch für eine ganze Zeit, den Zuspruch der Fans zu spüren? Ja, vor allem wegen auch den vergangenen Spielen, wo wir oft Gegentore gekriegt haben. Und ich irgendwie keinen einzigen Save hatte im Spiel oder so, also nichts zeigen konnte, das tut dann natürlich enorm gut. Dazu kommt natürlich noch, dass wir uns dann für die Champions League K.O.-Runde qualifiziert haben. Und ja, ich glaube, wie sich das anfühlt, das kann man gar nicht beschreiben. Das wünsche ich nur jedem Spieler, dass er das mal so erleben kann, vor der Süd so gefeiert zu werden. Ist Selbstbewusstsein für einen Torhüter auch wichtig? Ja, auf jeden Fall. Oft ist natürlich auch entscheidend, wie die erste Aktion im Spiel ist, dass du gut reinkommst, ein gutes Gefühl hast. Normalerweise ist das Einwärmen dafür da, das Einschießen, aber es ist halt dann doch nicht dasselbe. Wenn man so ein bisschen auf die Tabelle schaut, könntet ihr mit einem Sieg gegen Leipzig bis auf ein klitzekleines Pünktchen heranrücken. Ist das Motivation genug für die Partie? Ja, auf jeden Fall. Aber auch, ich glaube, wir wissen, Leipzig ist eine super Mannschaft, eine starke Mannschaft. Und trotzdem spielen wir zu Hause. Und wie gesagt, letzte Saison haben wir zu Hause auch gewonnen. Also versuchen wir es dieses Jahr auch wieder so zu machen. Und natürlich wollt ihr unseren Fans zum Jahresende einen Sieg schenken. Ganz klar, es war so ein tolles Jahr. Und apropos Weihnachtsgeschenke.
Ein paar habt ihr ja schon gemacht, und zwar bei unserer Wichtelaktion. Und das Geschenke einpacken allerdings ist nicht die allergrößte Stärke. Und das zeigen wir euch jetzt mal in den Highlights. So. Ist das dein Ernst? Sieh schon. Sieht aus. Alter. Weiß ich das. Komm mal, dann. Das geht schon so, oder? Das meinte ich mit Bauer. Wird die so drehen? Nicht den Ball, sondern die Seite. Und den Déjà dich. Eine Schultüte. Super Idee. Ja, genau. Machen wir die Schultüte. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier geht. Jetzt habe ich doch einen Denkfehler dran. So kommt's. Ja, genau. So wird ein Schuh draus. Was ist denn noch Kartusch? Das ist ja ein Schuss gesagt. Das eine oder andere sah ja eher komisch aus. Oder? Ja, also. Von ein paar Spielern hätte ich mehr erwartet, von den anderen genauso. Aber du hast bei Pistu hast du direkt gesagt, das habe ich erwartet. Genau. Und Kinder bei anderen zu Hause wird anständig eingepackt. Ja, ja. Also, bist du ein guter Einpacker? Ja, also es kommt auch an was. Also ich versuche mir immer, jedes Geschenk in eine Box reinzubringen und dann das so zu verpacken. Weil du eine Box verpacken kannst. Genau. Aber dafür machst du richtig. Ja, genau. Ja. Das ist ja, jeder macht das, was er kann. Wenn du eine Box einpacken kannst, sehr schön. Übrigens, ihr habt noch die Chance, Geschenke der Spieler zu erhalten. Den Link zur Teilnahme, den seht ihr jetzt unten eingeblendet. Lasst uns noch kurz bei Weihnachten bleiben. Wie und wo verbringst du die Feiertage? Ich fliege wie jedes Jahr nur in die Schweiz zu meiner Familie. So ein bisschen Tradition, sage ich mal. Also wir machen das wirklich, seit wir klein sind. Jedes Jahr sind wir mit der Familie zusammen. Mein Bruder kommt auch aus Belgien eingeflogen. Da freut man sich dann auch, ne? Ja, ich freue mich sehr, weil ich bin nie in der Schweiz. Ja. Auch wenn wir mal Nationalmannschaftspause haben, bleibe ich eigentlich immer hier. Trotzdem ist es dann sehr schön, ganz Familie, Großeltern wiederzusehen. Sehr schön. Weihnachten ist ja auch immer mit der Winterpause verbunden und es ist in diesem Jahr auch wie sonst auch recht kurz. Wer freut sich denn jetzt mehr auf die Pause, der Kopf oder der Körper? Ich denke, der Kopf ist bei mir auf jeden Fall, weil als Torwart bist du oft halt körperlich nicht so gefordert, aber mental dafür und muss halt immer dabei sein, dirigieren. Es hängt sehr viel von der Konzentration ab und vom Kopf halt. Und deshalb, mein Kopf freut sich auf jeden Fall auf die paar Tage. Wir gönnen dir natürlich den Weihnachtsurlaub, aber auch für deinen Körper. Ne? Jetzt musst du allerdings ein letztes Mal hier im Studio noch mal ran. Es geht wieder um Tor oder Geheimtor. Dickel gegen Bürki. Und ich bin gespannt, ob ich aufholen kann, weil ich möchte an für sich in diesem Jahr noch ausgleichen. Oh, nicht ganz einfach. 3, 2, 1. Der köpft ihn am zweiten Posten rein. Nee, der ist zu hoch. Schappi. Schappi, ja, ein Schweizer. Gott. Ein Schweizer Kollege. Danke, Schappi. Zweite Szene. Lukas Barrios ist das, glaube ich, oder? Ich weiß nicht genau. 3, 2, 1. War das Bender mit dem Tackling? Nee, Blasikowski. Ah. Ja, er geht rein. Lukas Barrios. Ja, also 2-1 führig. Bitte! Jetzt kommt unsere eingeschickte Szene. Ich bin gespannt. Aufzählen.
Oh mein Gott. Oh mein Gott, wenn jetzt Roman Bürki im Tor wäre, würde ich sagen, natürlich kein Treffer, weil er der Einzige in der Welt ist, der diesen Ball halten kann. 3, 2, 1. Ah, warum nehme ich nicht Gelb? Oh, was für eine Granate. Eigentlich, wenn es von Van eingeschickt wurde. Nee, die letzten drei waren alle nicht drin. Ehrlich, ist kein Spaß. Ja. Okay. Deshalb also. Ich habe mir gedacht, wer schickt denn eine Szene, die da nicht ins Tor führt? So, wir schauen mal auf den Zwischenstand. Ich habe mal wieder ein ganz klein wenig aufgeholt. Es steht nur noch 23 zu 26, also 3 bin ich hinten. Ich könnte es beim letzten Spiel des Jahres noch schaffen, auszugleichen. Aber du hast mir auch nicht richtig was gegeben. Jedes Mal, wenn ich aber hierher komme, bin ich irgendwie ein Punktelieferant für dich, habe ich das Gefühl. Deshalb wirst du ja auch öfter eingeladen. Also zum Abschluss hast du natürlich noch einen Weihnachtswunsch. Wie würdest du am liebsten gegen Leipzig gewinnen? Dramatisch mit vielen Paraden oder mit wenig Arbeit? Muss ich eins von denen wählen? Kann ich nicht einfach sagen? Du kannst doch was anderes sagen. Dass wir schön Fußball spielen, die Zuschauer Spaß haben und die 3 Punkte gewinnen. Auf jeden Fall, wir müssen gewinnen. Das wäre toll. Ja, danke Roman, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu uns zu kommen. Wir sehen uns gleich bei Jingle Bells, aber zuvor für euch noch unsere Charity-Aktion. Die läuft natürlich weiter. Ihr könnt die Bilder ersteigern, die wir hier beim Feiertagsmagazin machen. Auch Roman und ich haben ein Bild gemacht, das gibt es ab nächste Woche zu ersteigern. Jetzt geht's wieder raus, schöne Weihnachtslieder singen und ja, wir sehen uns sowieso am Dienstag. Macht's gut, tschüss, der Lobby und der Roman.